So, das dritte Gruppenspiel steht an. Beide Mannschaften haben schon eine ganze Menge erlebt in diesem Wettbewerb. Da lässt vielleicht auch schon die Kraft, die Konzentration ein bisschen nach. Aber heute heißt es nochmal, sich richtig zu motivieren. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Tom, sind Sie jetzt schon müde? Können Sie all das noch einmal zeigen, was Sie schon mal hier auf dem Feld bewiesen haben? Also ich bin sehr gespannt, wie fit Sie tatsächlich sind, die 22 Akteure da unten. Aber ich glaube, es wird eine richtig gute Partie. Ja, der Gegner war ja noch nicht mal im Ballbesitz und dann geht er da so in den Zweikampf. Mein lieber Mann. Ja, da steht er völlig frei. Und der Schiedsrichter hat recht. Hier muss es Freistoß geben nach dieser Aktion. Und es gibt ihn auch. Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Ruhe bringen. Foul. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, ein schöner Pass. Tor! Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, das sah schon klasse aus. So schnell macht ihm das keiner nach. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance, überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Was bleibt dem Schiedsrichter anderes übrig, als für dieses Foul die gelbe Karte zu zücken? Foul, ganz klar, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, gelb. Er hat sich vielleicht auch ein bisschen verschätzt in dieser Situation. Und er findet den freien Mann. Und jetzt muss er schießen. Und er trifft. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Also wenn Sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen Sie schon sehr optimistisch sein. Wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. So. Jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Wunderbarer Pass. Ja, da musst du erstmal durchkommen, klappt nicht. Also der Spieler ist verletzt, das sehen wir auch hier von hoch oben vom Kommentatorenplatz aus. Aber der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Ja, wo hat der Schiedsrichter denn da hingeschaut? Das war doch offensichtlich ein ganz böses, rüdes Foul. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Er versucht sich in eine Position für eine Flanke zu bringen. Oh, böses Foul, das muss Freistoß geben. Achtung, Freistoß aus dieser Entfernung. Da müssen wir immer ganz genau
hinschauen, da wissen wir, das gehört zu den Stärken dieses Spielers. Gut gemacht vom Keeper. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Achtung, jetzt brennt's. Ja, das macht er gut. Per Kopf. Wunderschönes Zuspiel. Gute Einzelaktion, aber vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Oh, da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Ja, das war aber ganz souverän gemacht vom Torhüter. Und es gibt Ecke. Oh, schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Herr Torhüter, klärt ihr erstmal. Frei durch. Ja, gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Oh, das ist unglaublich, diese Technik. Ein klasse Tor. Und da macht er sein drittes Tor in einem Pokalfinale. Unglaublich, unfassbar. Das Pausenresultat steht fest, liebe Zuschauer, steht 3:0. Herr Tom, also ich glaube, das ist ja ein klares Ergebnis zur Pause. Wenn Sie so weiterspielen, dann wird gar nichts mehr anbrennen im zweiten Durchgang. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Da sieht er die Lücke. Er flankt den Ball nach innen. Tor! Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Und er kann heute machen, was er will. Irgendwie landet der Ball immer im Netz. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Die Reservisten machen sich warm, jedenfalls der Seitenlinie. Super gemacht. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, und der Ball ist weg. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Ja, zum ersten Mal in diesem Spiel, Tom, muss der Torhüter eingreifen. Nicht einfach für ihn, so lange ungeprüft, aber das hat er gut gelöst. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Das war eine klasse Parade. Ich glaube, der hätte genau gepasst dabei.
Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Und sie treffen wieder gegen einen Gegner, der jetzt kaum noch Gegenwehr leistet. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Ah, der sitzt. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Das sieht so einfach aus, ein herrlicher Treffer. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Mit dem Ball hat er gerechnet, überhaupt kein Problem für den Keeper. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Was für eine Übersicht. So, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Sauberes Kopfballspiel. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und der passt genau in den Knick. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, es klappt heute irgendwie alles. Mal sehen, wie oft er noch trifft. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Über diese Distanz, genau auf den eigenen Mann. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm.
So, das war's. Das Spiel ist aus. Eine äußerst knappe Partie, bei der am Ende vielleicht auch die glücklichere Mannschaft als Sieger hier vom Platz geht. So, Tom Beyer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.